Diese wunderschöne Stimme gehört der lieben Minimis Sims Paradies. Und Gewackel und Schnitt von mir, Munis Kanal. Also ich bin's, die Minimi. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Crossover. Monsieur ist gerade zur Schule. Shit, jetzt hab ich zu viel gebabbelt. Beim Zeichnen dachte sie über das Heilmittel nach. So entstanden 3 weitere Bilder. Ist diese Kulisse nicht wunderschön? Doch, wirklich wunderschön mit diesem Wolken da hinten im Hintergrund. Nochmal, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Sonntag. Ich hoffe, euch geht's gut. Es ist Wochenende. Mercia schließt die Schulwoche mit einer großen Pop-Art-Gemälde. Verspieltes Gemälde. Verspieltes Gemälde. Und das sind ja die Verkaufspreise recht gut, ne? Trauriges Gemälde. Da hat sich sehr viele Gemälde noch gestaltet. Und ja, schön, schön. Ich hoffe, man hört mich. Ich sehe jetzt hier heute gar nichts irgendwie am Ausschlag. Aber okay, sie liest hier. Dieses Gruselgeräusch da ist auch schon Hammer. Ne? Also ich finde die Atmosphäre, die sich hier eingeschlichen hat, schon richtig spannend. Und man sieht auch diese Sporen, wie sie herumfliegen. Ne? Das ist Wahnsinn. Gut, sie hat jetzt da dieses Plopsi-Bild verkauft. 679 Simoleons gab's. So, und jetzt wird sie reisen, nämlich mit Charlotte Jansen. Das ist diese Laborantin, sage ich jetzt einfach mal. Und sie wird sich wo treffen mit ihr? In einer Bar, in den 8 Glasen. Ja, sie ist schon ganz müde. Bitte auch ein Like für dieses Video dalassen, würde mich sehr freuen, beziehungsweise auch die Muni. Ein Abo könnt ihr auch dalassen, wenn ihr möchtet. Geht aber auch bei der Muni vorbei und liked dort, kommentiert, abonniert und unterstützt sie. Und es ist Ladies Night. Ladies Night! Wunderbar! Oh, ist sie schwanger? Das wäre ja ein Ding jetzt. Ja, die beiden, die sind jetzt hier in der Bar, freunden sich vielleicht miteinander an. Noch mehr. Und da ist ja einiges los da in der Hütte. Kennen wir da jemanden? Nö. Alles gut. So, hier wird eine lockere Unterhaltung geführt mit sämtlichen Sims. Oh, ich muss mich mal ein bisschen umsetzen hier. Das ist blöde Position. So, Mercy hat jetzt was zu essen und zu snacken geschnappt. Ach, guck mal da, das ist Steven Sunday. Hello, Steven! Über Stranger will mit ihm reden, ist ja witzig. Der ist auch überall, der Steven. In Stranger will, meine Damen und Herren. Welcome to the jungle, to the Stranger will. Und ja, da wird jetzt... Es gibt hier so viele besessene Leute. Kann nicht jemand ein Heilmittel für sie erfinden? Fragt er jetzt die Mercier, okay. Ja, wir sind ja dabei, wir sind ja dabei. Wir wollen ja unbedingt ein Heilmittel erfinden. Und wir brauchen auch Freunde. Oh mein Gott, ich habe das Potter-Universum entdeckt. Hui. Stimmt. Jetzt, wo du so sagst, Bild bewegt sich. Super. Ist mir noch nie so aufgefallen. Bin ganz fasziniert davon. Cool. So, wie geht es weiter? Da ist die Gina Heck. Du kannst mit ihr nicht reden. Umzugsmeldung da oben rechts. Ja, hier ist so warm. Hier steht die Luft und naja. So, hier wird Sport gemacht im Vordergrund. Ups. Ja, schütz ihr ruhig ins Gesicht. Die hat's verdient. Alter, guck dir mal die Augen an. Oh, gruselig. Hast du die jetzt aufgeweckt? Okay, jetzt hast du sie angeschüttet und die fällt direkt in Ohnmacht. Okay, der Impfstoff scheint eine Reaktion ausgelöst zu haben, konnte die Infektion aber nicht komplett beseitigen. Ach so, die hat die jetzt angeschüttet oder was, weil sie einen Impfstoff erfunden hat. Genau, ja manchmal, ne, da verliert man das. Schließt sich uns an, isst die Früchte der Mutter und finde Frieden. Nein, wir wollen einen Impfstoff machen, das Besessene heilen kann. Wir wollen auch alles dafür tun, um die Mutter irgendwie loszuwerden. Schon abonniert, Sandra würde sich riesig freuen. Ja, das stimmt, das würde ich wirklich. Also Dankeschön für dein Abo, falls du noch nicht kommentierst. Ja. Falls du noch nicht abonniert hast, macht dasselbe, gilt aber auch alles für Munis Kanal. Und genau. So, ich bin voll gespannt, wann da der Impfstoff fertig ist. Ich bin Rosie Pinky. Hallo. Ich mag dieses Lied nicht. Mercy erscheint dieses Lied nicht zu mögen. Soll sie
einsehen, dass sie Dixmuster nicht mag. Ja, irgendeine Musikrichtung hat sie jetzt eingestellt, die sie nicht mag, weil ich bin unfähig, so schnell zu lesen. Ach ja, es ist aber nicht Munis Schuld, sondern meine. Hab schon heute, ist egal. Ja, leider kann ich das nicht rausschneiden. So, die unterhält sich jetzt mit Rosie Pinky Pinkersborn. Mercia hat erfahren, dass Rosie Pinky als redigiert bei das Büro arbeitet. Okidoki. Ja, die braucht ja ein paar Freunde für den Kampf mit der Mutter. Und ich bin gespannt, welches Team sie am Schluss wählen wird. Ja, jetzt wird hier an der Bar noch weiter gequatscht und jetzt geht sie zurück nach Hause. Ich muss mal ganz kurz hier... So. Jetzt hat sie hier ein Getränk. Es tut mir so leid. Ich wollte es wegmachen, aber... ich wollte nur mein Mikro ausmachen, aber es ist einfach rausgerutscht. Oh Gott, es tut mir leid. Monsieur Shadow hat gelernt, wie man irgendwas macht. Ich bin jetzt nicht gelangweilt oder so, ich bin einfach nur müde von dem ganzen Wetter. Oh, guck mal da, die Pflänzchen von Mercia sind schon ganz schön gewachsen. So, hier sind wir jetzt angekommen. Sie fällt erstmal um, ist total müde. Ja, so fühle ich mich heute auch mit dem ganzen Wetter da. Irgendwie kommt nachts, wenn zumindest mal nachts irgendwie abkühlen würde, so richtig ordentlich mit Wind und so, da wäre das ja was anderes. Aber pff, naja. Mercia hat mal wieder ihre berühmte Stinky-Wolke bei sich. Kauf dir doch einfach mal eine Dusche und sowas. Ich weiß, oder kannst du dann? Doch, du kannst hier baden, ne? Oh, wow! Drachenfrucht-Orchidee möchte den Artikel mittelgroßes Gemälde auf Flopsy erwerben. Wunderbar! Wie cool! Das müssen wir gleich mal wegschicken dann. Jetzt ist sie wieder auf diesem coolen Grundstück. Rennt zum Briefkasten und versendet es. Und dann geht sie baden! Baden. Ja. Eine Badewanne hat sie. Irgendwas anderes hat sie nicht. Aber ich finde es voll cool, dass sie dieses Grundstück frei nutzt, auch wenn es so ein verlassenes Ding ist und das halt alles da ist. Oh je. Bevor man das Klo benutzen kann, erstmal Schrubbi die Schrubb machen und hoffen, dass es nicht zurückkommt. Ja, jetzt kannst du aber hier. Wow, gut, dass du nicht in die Hose gemacht hast. So, sie geht ganz normal baden. Schade, dass sie jetzt halt noch so alleine ist. Ist voll eklig mit den Dingern, wirklich. Offenbar scheint es noch schlimmer zu werden, aber sie hat sich jetzt die Duftwolke... Oh Mann, Mausi geht's schlecht, sie ist deprimiert. Jetzt kommt unsere Abschlussmelodie. Ach Mensch, schon vorbei. Aber so ist es, so schnell sind ein paar Minuten rum. 8 Minuten 26 an der Stelle. Sie grillt sich jetzt noch Würstchen und ihr seht, langsam, ja... Da lernt sie es so, sich selbst zu versorgen, sich um sich zu kümmern. Macht richtig Spaß, ihr zuzuschauen, der lieben Muni. Und ich bin voll gespannt, wie das mit dem Stranger Will in der Zukunft wird. Wir waren das da draußen eben. Ich habe ihn gar nicht gecheckt. Ja, sorry, das wird der. Meine Gehirn. Auf jeden Fall wird mit dieser jungen Lady gebabbelt. Gut, die sich gerade im Mund verbrannt. Ich verabschiede mich von euch heute. Wünsche euch noch ein schönes Sonntag. Ja, lasst euch gut gehen und jo, bleibt gesund und munter, ne? Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Eure Minimi. Ciao.